Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Reinhold-Maier-Stiftung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Web-Talk zu Demokratie, gerechte Staatsform oder freiheitliche Lebensform. Mein Name ist Melanie Kögler und ich leite das Landesbüro Baden-Württemberg der beiden liberalen Stiftungen. Viele von Ihnen waren sicherlich schon bei der einen oder anderen Veranstaltung von uns, ob in Präsenz oder auch digital. Aber da es für den einen oder anderen von Ihnen vielleicht auch das erste Mal ist, ein paar kurze Worte zu unserer Arbeit. Die heutige Veranstaltung ist eine von etwa 300 Diskussionen, Vorträgen, Lesungen und Trainings zu ganz unterschiedlichen Themen, die wir als Landesbüro Baden-Württemberg jährlich anbieten, online wie auch in Präsenz. Neben dieser Säule der politischen Erwachsenenbildung setzt sich die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit auch in über 60 Ländern weltweit für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte ein und fördert Studierende durch Stipendien. Heute Abend wollen wir jetzt über eines dieser Kernthemen sprechen, nämlich die Demokratie. Nicht erst seit dem Angriffskrieg Putins auf die Ukraine und auf deren Politik, sondern auch durch die Entwicklung in den letzten Jahren ist vielen von uns sicherlich klar, dass liberale Demokratien immer mehr unter Druck geraten, von innen wie auch von außen. Neue Herausforderungen brauchen auch neue Antworten und sie brauchen immer neue Diskurse und Diskussionen. Wir wollen daher heute darüber sprechen, was eigentlich eine liberale Demokratie aus Sicht von Liberalen bedeutet, ob es überhaupt illiberale Demokratien gibt und ob die liberale Demokratie das gleiche ist wie eine wehrhafte Demokratie. Geht es nur um die Verteidigung der liberalen Demokratie oder auch um eine Reform? Ich möchte dazu ganz herzlich unsere heutigen Gäste begrüßen. Alexander Görlach ist Honorarprofessor für Ethik und Senior Fellow am Carnegie Council for Ethics in International Affairs in New York und war Fellow an der Universität Cambridge in England und an der Harvard University in den USA. Er ist promovierter Linguist und Theologe und arbeitet schwerpunktmäßig zur Zukunft der Demokratie und zur freiheitlichen Weltordnung. Im Jahr 2021 erschien von ihm das Werk Demokratie bei Reclam. In dieser Veröffentlichung beschäftigt er sich mit der Frage, was Demokratie im Kern ausmacht und wie sie sich reformieren muss, um ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben zu können. Dr. Christopher Gohl forscht und lehrt seit 2012 am Weltethos-Institut der Uni Tübingen zur Entstehung und Wirkung von Werten, zur Ethik in Unternehmen und zur Wirtschaft und zur lernenden Demokratie. Von Mai 2021 bis zum Ende der letzten Legislaturperiode rückte er als Mitglied des Deutschen Bundestages nach und war dort unter anderem stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der Reinhold-Maier-Stiftung und der Kuratorien der Theodor-Heuss-Stiftung und von Mehr Demokratie e.V. und zudem Ombudsmitglied der FDP. Moderation der heutigen Veranstaltung übernimmt die Politikanalystin und Beraterin Jessica Buchmann. Ihnen dreien ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei sind und ich bin sicher, es wird eine spannende Diskussion. Ganz kurz zum Ablauf. Wir würden mit einem kurzen Impuls von ungefähr 15 Minuten von Professor Görlach beginnen und anschließend darauf aufbauen und in die Diskussion einsteigen. Auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben natürlich die Möglichkeit, sich einzubringen, mitzudiskutieren. Sie können Ihre Fragen über die F&A-Funktion am unteren Bildschirmrand stellen, gerne auch bereits während des Impulses. Und wir freuen uns, wenn Sie sich aktiv einbringen. Falls es sehr viele Fragen sein sollten oder der Verlauf der Diskussion einfach in eine andere Richtung geht, hoffe ich auf Ihr Verständnis, wenn wir nicht alle Fragen beantworten können. Und wenn Sie nach der Veranstaltung noch weiterlesen möchten zum Thema Demokratie, würde ich Ihnen gleich in den Chat noch den Link zur Veröffentlichung von Professor Görlach verlinken, aber auch einen in diesem Monat vom Liberalen Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung veröffentlichten Essay von Frido Mann, in dem es um die Grundlagen der liberalen Demokratie geht. An dieser Stelle würde ich auch übergeben an Sie, Professor Görlach, und wünsche Ihnen allen einen schönen und interessanten Abend. Ja, vielen herzlichen Dank an die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Reinhold-Maier-Stiftung für diesen Abend, die Einladung zu diesem Abend. Ich begrüße auch alle, die an diesem sonnigen, sommerlichen Tag abends die Muße finden, Christopher und mir zuzuhören. Also vielen Dank dafür. Hier ist dieses kleine Werk, Demokratie, ein 100 Seiten Einführungsbüchlein in eine Einführungsserie, die bei Reclam erscheint. Und wenn Sie auf kurzem, knappem Raum zusammenfassen dürfen,
oder müssen, was sonst ganze Bibliotheken füllt, dann lernen sie zu reduzieren. Und beim Schreiben fällt einem dann relativ zügig auf, wenn man die neuzeitliche Demokratiegeschichte zusammenschnurrt und zusammenfassen möchte, dass man eigentlich ganz kurz und knapp bei einer Geschichte der Freiheit landet. Diese Geschichte der Freiheit bedeutet jetzt nicht eine Geschichte der FDP, sondern es bedeutet die Fleischwerdung, die Menschwerdung, wenn Sie so wollen, einer Idee ins Fleisch der Geschichte und ins Fleisch real existierender politischer Systeme herausgeschält aus verschiedensten Quellen. Auch das wird ja immer wieder betont, dass das freiheitliche Denken nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern sich aus antiken Quellen, Quellen des Christentums und des Humanismus speist, aber letztendlich dann doch eine politische Dynamik gewonnen hat am Beginn der Neuzeit, in einer Weise, dass klar wird, dass es eben nicht nur um luftige Ideen der Freiheit, einer konzeptionellen Freiheit im Sinne von Religions- und Meinungsfreiheit geht, sondern auch durch handfeste und soziale Formen von Freiheit, die quasi eine behauptete Freiheit des Geistes natürlich auch in den Bereich der Welt überführen müssen. Also wenn Sie nichts zu essen haben und wenn Sie keine Ausbildung haben, dann bringt Ihnen auch ganz kurz gesagt Ihre Rede-, Meinungs- und Wahlfreiheit nichts. Das heißt also schon ganz früh am Beginn der Neuzeit wurde klar, dass so eine ausgezeitigte Freiheit verschiedene Dimensionen hat, nämlich bürgerliche und soziale. 400 Jahre später wird das Ralf Dahrendorf in seinem Buch Der neue soziale Vertrag auch genauso festhalten und noch herausstellen, dass unsere heutige Ordnung, aber dazu kommen wir gleich nach einem kleinen Abriss, eben genau nach wie vor, wie zu Beginn mit der französischen und der amerikanischen Revolution, also Hand in Hand weitergeht und diese Vorstellung von Freiheit in zwei großen Bereichen miteinander verbindet, miteinander in Gleichklang bringt, nämlich bürgerliche und soziale Freiheiten. Wir haben es jetzt in der Einführung, wurde ja schon gesagt, gibt es denn eigentlich so etwas wie eine illiberale Demokratie? Was macht eigentlich unsere Demokratie heute aus? Und auch das merken Sie, wenn Sie so auf 100 Seiten zusammengeschnurrt, die wichtigsten Stationen, die wichtigsten Iterationen der Demokratie darlegen und ausleuchten, dass eigentlich von dem, was man so, die Griechen haben die Demokratie erfunden, dass man eigentlich, wenn man da genau hinguckt und dann verkürzt aufschreiben muss, eigentlich festhalten muss, dass von dem, was die Griechen gemacht haben, heute eigentlich gar nichts mehr wirklich zu dem gehört, was unsere Demokratie heute funktional und in ihren Funktionsweisen heute ausmacht. Denn in der griechischen Antike durfte der Familienvater sich im öffentlichen Raum betätigen. Politik war auch als eine Form des sozusagen geläuterten Müßiggangs für den Familienvater erlaubt, weil er ja zu Hause mit einer Armada von Sklaven und der Hilfe seiner Frau und seiner Kinder in der Lage war, das Geschick des Hauses zu führen. Und als Bonbon und Belohnung dafür durfte er sich dann in der Öffentlichkeit auch äußern. Wir haben heute eine andere Vorstellung von der Politik als Beruf oder auch als Berufung, wenn Sie so wollen, eben nicht nur so als schmückendes Beiwerk eines alternden Familienoberhauptes. Also auch da merkt man schon, dass zwar vieles grundgelegt sein mag in der griechischen und der römischen Antike, aber letztendlich, wenn wir auf die heutige Zeit schauen, dann ist davon ganz wenig übrig geblieben. Und wenn wir in den Diskussionen manchmal hören, wie sich die Leute auf verschiedenste Vorformen dessen, was wir heute Demokratie nennen, berufen, dann will man sich dann doch die Frage stellen, ob jene, denen das liberale Element der heutigen Demokratie nicht gefällt, ob die sich dann in der Tat in eine Welt zurückwünschen, in der Rassentrennung herrscht, religiöse Minderheiten unterdrückt werden und letztendlich die Frau auch nichts zu sagen hat. Das heißt, unsere heutige Demokratie, die wir als liberale Demokratie bezeichnen, ist eigentlich die einzige Form der Demokratie, die existiert, und dafür braucht es dann auch letztendlich die genauere Bezeichnung liberal nicht. Man hat das eingeführt, und das ist ein Erfolg der Gegenseite, die Orbans dieser Welt, die behaupten, dass sie unsere liberale Demokratieform ablehnen, aber Gott sei Dank gäbe es ja noch eine illiberale, und die stellen sie dann quasi gleichberechtigt neben das, was eigentlich heute eine Demokratie ist, und deswegen müssen wir dann unserer Demokratie ein Adjektiv verpassen und nennen sie dann halt liberal. Fakt ist allerdings, dass es heute ein
überall geteiltes Verständnis von den Wesensmerkmalen einer Demokratie gibt, die eine genauere Spezifikation unnötig machen und relativ zügig bei genauem Hinschauen auch herausstellen, dass es eine illiberale Form von Demokratie gar nicht geben kann. Zumindest nicht, wenn man nicht zurück möchte in eine längst vergessen geglaubte Vergangenheit. Zu den Kernelementen dieser liberalen Demokratie und zur Demokratie heute gehören unter anderem, dass nach der Wahl vor der Wahl ist und der Gewinner oder die Gewinnenden einer Wahl, je nach ob es ein parlamentarisches oder ein präsidiales System ist, können die Verlierer der nächsten Wahl sein. Das heißt also, man übt nicht nur die Übergabe der Macht ein in einer Demokratie, also eine unblutige, friedliche, sondern auch das Regierungsgeschäft und das Regierungshandeln, das parlamentarische Handeln ist davon geprägt, in Wechselbeziehungen zu stehen und eben nicht einfach auf sie mit Gebrüll und durch und das ist meine Haltung, sondern wir sind, das gehört zu den Wesensmerkmalen der Demokratie, dass sie zu einem solchen Konsens, zu einer Konsensbildung in der Lage ist, die auf der Grundlage von empathischer Aneignung, Zuhören, andere Argumente am Ende versucht, in den jeweiligen Gegebenheiten der, ja, das sagen wir mal, der parlamentarischen Mehrheit, eben Lösungen für Probleme zu finden. Es ist nicht eine Herrschaft einer Mehrheit über eine Minderheit, es ist schon gar nicht eine Herrschaft einer bestimmt klassifizierten Mehrheit aufgrund von Ethnie oder Religion oder kulturellem Erbe über eine andere Gruppe oder andere Gruppen innerhalb einer Gesellschaft. Das ist genau das, was die Macht, die politisch Führenden in Ungarn oder in Polen eben behaupten, wenn sie sagen, unsere Länder sind katholisch. Herr Orban ist gar nicht katholisch, aber weil wir alle hier katholisch sind, brauchen wir keine Muslime als Einwanderer und eigentlich haben auch Nicht-Katholiken auch gar nichts zu sagen. Das ist exakt genau das, was nicht eine Demokratie ausmacht und fällt deswegen auch direkt herunter und ist eben ab diesem Moment gar nicht mehr innerhalb der Klassifizierung von demokratischen Gemeinwesen überhaupt zu beachten in diesem Sinne. Das heißt also, diese empathische Grundausrüstung in einer Demokratie befähigt einen zu verstehen, dass man eben nicht für immer ein Gewinnender bleibt, ein Wahlgewinnender ist, sondern eben mit den anderen, die diese Wahl in diesem Moment verloren haben, eben trotzdem sich ins Benehmen setzen muss. Ein weiteres herausragendes Kennzeichen, das heute voll ausgezeichnet oder am vollsten in seiner Geschichte der Freiheit ausgezeichnet ist, ist das Verständnis dafür, was eigentlich die Mitglieder einer Demokratie, die Bürgerinnen und Bürger ausmacht. Und es ist nämlich in der Tat das Bürger und Bürgerin sein und nicht das katholisch sein, evangelisch sein, weiß sein, Mann sein, Frau sein, gesund sein, krank sein, alt sein, jung sein, sondern jeder Mensch hat aufgrund der Tatsache, dass er zu dieser Gemeinschaft als Bürgerinnen und Bürger gehört, das Recht, sich in gleicher Weise zu artikulieren wie alle anderen. Das heißt auch, dass der eigentliche große Modernisierungsschritt, der uns 400 Jahre gekostet hat, aber jener ist eben von diesen Gruppenidentitäten als Zugangsvoraussetzung zum Gemeinwesen wegzukommen. Das heißt nicht zur selben Zeit, dass diese Identitäten keine Rolle spielen dürfen. Sie sind aber nicht Conditio sine qua non, um mitmachen zu dürfen. Das heißt, wenn Sie sich als katholische Frau vom Land heute irgendwo politisch engagieren, dann dürfen Sie nach wie vor eine katholische Frau vom Land bleiben. Aber es heißt aber nicht, dass nur katholische Frauen vom Land irgendwie politisch mitspielen dürfen. Das heißt also, diese Zuschreibung einer Bürgerin und eines Bürgers ist es, was sie in die Lage versetzt, politisch agieren zu dürfen und zu können. Und da sehen Sie ja nun schon, was für einen gigantischen Weg wir zurückgelegt haben von der Zeit der griechischen Antike, wo nur der Vater irgendwie freitags mal raus durfte und sich politisch irgendwie äußern und artikulieren. Ne? Und das geht einher mit der Bürgerrechtsbewegung in den 60er und 70er Jahren in den Vereinigten Staaten. Sie können noch weiter zurückgehen, die Suffragetten vor 100 Jahren, als Frauen sich ihr Wahlrecht erkämpft haben. Wir haben das in seit den 90er Jahren, wenn Sie so wollen, wo sexuelle Minderheiten sich artikulieren und darauf aufmerksam machen, dass auch das keine Kernkriterien sein sollten, um Zugang zum Gemeinwesen zu verschließen. Es ist aber nicht nur der Zugang zum politischen System, um den es hier geht, also eine meritokratische Möglichkeit, sich politisch zu engagieren, aufgrund eben von Leistung, Können und Interesse und Empathie und eben nicht, weil man Mann, Frau oder etwas Ähnliches ist. Es ist auch, wie man innerhalb eines solchen Gemeinwesens leben kann und darf. Und ein demokratisches Gemeinwesen erschöpft sich eben nicht darin, dass es Zugänge zum Mitregieren
eröffnet, sondern auch dadurch, darin zeigt sich auch darin, dass man das auch gar nicht muss. Also es ist der Vorteil, wenn Sie das so sagen wollen, eines demokratischen Gemeinwesens wie der Bundesrepublik Deutschland, dass eben jemand, der nicht wählen möchte, auch nicht wählen muss. Und jemand, der sich politisch nicht beteiligen mag, das auch nicht muss. Wir haben das ja ab und zu, dass das diskutiert wird, wollen wir eine Wahlpflicht einführen. Und ich denke, dass das sozusagen dem freiheitlichen Element unserer Demokratie nicht gerecht würde. Gleichzeitig ist auch klar, dass jemand, der nicht wählt, sich auch bestimmte Möglichkeiten der Mitsprache verbaut und deswegen dann auch hinterher das Beschweren sich eher in Grenzen halten sollte. Aber auch das ist also als eines der veritablen Zeichen dafür, wenn man sagt, es geht auch um ein liberales Gemeinwesen, was heißt es, dass sie eben auch die Möglichkeit haben, gemäß dessen, was sie als ihre Identität erleben, sich auch im Staat, im Gemeinwesen, in der Gesellschaft einbringen, artikulieren und leben zu können, ohne dass ihnen Steine in den Weg gelegt werden. Und unser Justizminister sagt vollkommen zu Recht, dass das Recht eben auch das Mittel zur Ermöglichung der Freiheit ist, genauso wie eben das Recht, wenn es als Recht daherkommt, aber eigentlich Unrecht ist, Minderheiten beschneiden und in ihren Lebensmöglichkeiten beschneiden kann. Das heißt also, das Recht als Ermöglicher der Freiheit ist sowohl das Instrument für die Politik, wenn Sie so wollen, als politisches System, als auch für die Gesellschaft als solche, in der die Menschen, die Individuen ja miteinander auskommen und leben müssen. Und das ist auch genau das, was sozusagen die Zukunft, die nächste Iteration der Demokratie beschreibt. Denn die Möglichkeiten dieser Teilnahme in einer Gesellschaft, sich zu artikulieren, in Interessensgruppen zu artikulieren, gegen den Klimawandel, für eine bessere Zukunft zu engagieren, für Flüchtlinge sich zu engagieren, all das sind eben Dinge, die in einem freiheitlichen Gemeinwesen heute anders angegangen werden können als noch vor 10, 15 oder 20 Jahren, oder sprich bevor das Internet und alles, was dazugehört hat, Möglichkeiten massivst erweitert hat. Das heißt also, wenn wir auf die Zukunft einer als liberal bezeichneten Demokratie, was eigentlich jede Demokratie heutzutage ist, schauen, dann wird es genau darum gehen, eben die technologischen Möglichkeiten an das System anzupassen. Und das hat verschiedenste Aspekte. Wir erleben die Diskussion über, können wir eigentlich digital wählen? Gibt es sowas wie eine digitale Verwaltung? Also auch das sind alles Dinge, die in der Tat zu funktionierenden freiheitlichen Gemeinwesen gehören. Und gleichzeitig müssen natürlich auch alle Fragen, die Persönlichkeitsrechte betreffend, diskutiert werden. Wir haben es auch in der Pandemie gemerkt, dass in einer freiheitlichen Demokratie Dinge, die kritisch gesehen werden, diskutiert werden müssen und trotzdem am Ende auch ein Konsens zustande kommen kann, der bestimmt für eine bestimmte Zeit auch eine bestimmte Beschneidung von bestimmten Freiheitsrechten mit vorsieht, aber niemals ohne Debatte und niemals ohne die nötige Abwägung, welche Technologien, welche Maßnahmen nun ergriffen werden und die Menschen in ihren existierenden Freiheitsrechten, von der Verfassung garantierten Freiheitsrechten für eine gewisse Zeit beschneiden. Das heißt, es wird darum gehen, wie ist die Partizipation, die Teilnahme an einem politischen System heute möglich in Zeiten der Digitalisierung. Also geben wir nur alle 4 Jahre einmal eine Stimme ab oder alle 5, oder gibt es weitere Möglichkeiten, Bürgerinnen und Bürger einzubinden? In der Vorzeigedemokratie Ostasiens, Taiwan, beschäftigen sich, wenn es den Aufruf gibt, einmal im Jahr der Regierung seine Kritik zu äußern, dann melden sich 10 Millionen der 23 Millionen Einwohnenden und schreiben halt an die Regierung via Internet, was sie gern besser gemacht hätten. Ob das am Ende wirklich, also all das, was die 10 Millionen schreiben, wirklich sozusagen zu Veränderungen führt, das mag dahingestellt sein, aber allein die schiere Zahl der Menschen, die diese neuen Technologien nutzt, um sich politisch zu artikulieren, ist phänomenal. Und ich würde das nicht im Kleinen reden wollen, dass das eben eine andere, abgespecktere Variante ist dessen, was man politisch alles tun kann, von der Generation derer, die dankenswerterweise viele Plakate geklebt haben, sondern es ist eben eine andere Form, die sich an den technologischen Möglichkeiten
misst und auch mit denen sozusagen sich weiterentwickelt. Und es gehört zu den Kennzeichen vieler westlicher Demokratien, dass es im Moment eine gewisse Vielseitigkeit gibt zwischen denen, die diese neuen Technologien schon voll nutzen und voll zum Einsatz bringen, und denen, die noch etwas damit, also etwas Zeit brauchen, das völlig zu verinnerlichen, was eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist. Also eine Frage, um das abzuschließen, um eine kurze Einführung abzuschließen: Ist die Demokratiegeschichte der Neuzeit eine Geschichte der Freiheit, eine der Ausformulierung und Austarierung individueller Freiheiten mit den Freiheiten, die man braucht, um als Gemeinschaft leben zu können? Wir sehen, dass es in diesen letzten 400 Jahren viele Iterationen, viele Befreiungen gab, die bei weitem noch nicht abgeschlossen sind. Und Technologie, wäre meine Hoffnung, kann uns helfen, die Demokratie in eine neue, schlagkräftigere, effizientere und empathischere Zukunft zu führen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Gerlach. Sie haben uns jetzt ja schon eine sehr eindrucksvolle Einführung über Demokratie gegeben, haben es sehr anschaulich erklärt, worum es in der Demokratie und deren Entwicklung generell geht. Ich würde jetzt gerne auch auf Ihr Schlagwort liberale Demokratie eingehen und dazu Herrn Gull einmal befragen. Herr Gull, Sie sind ja Liberaler und auch schon lange in der FDP tätig und saßen für die FDP ja auch schon im Deutschen Bundestag. Was bedeutet denn für Sie Demokratie als Liberale, oder was für ein Verständnis haben Sie von liberale Demokratie? Ja, danke für die Frage und danke auch an dich, Alexander, für die wunderbare Einführung. In der Tat, dieses Reklambüchlein lohnt sich zu lesen, weil es ein schönes, gutes Diskussionsangebot ist über das, was uns alle viel mehr beschäftigen sollte, nämlich die Zukunft unserer liberalen Demokratie, die wir nur gestalten können, wenn wir die Herkunft kennen. Bevor ich da was sage, wo ich nicht ganz deiner Meinung bin, genau zum Thema liberale Demokratie, möchte ich nur erstmal würdigen, was wir gehört haben und was ich, sag mal, bei dir mit rauslese und wo ich auch mein Verständnis von liberaler Demokratie wiedersehe. Also du beschreibst die Demokratie zunächst mal natürlich auch als einen durch das Recht geordneten Raum. Ja, das Recht ordnet den Raum der Freiheit und der Demokratie als eines Ortes des friedlichen Zusammenlebens. Die Freiheitsrechte, die bürgerliche und soziale Rechte sind gleiche Rechte, die Freiheitsrechte sind, also wo die Freiheit eine ganz wichtige Rolle spielt, aber sie kommt uns allen gleich zu. Ja? Ralf Füchs nennt es die Gleichfreiheit oder nennen andere auch, aber für ihn ist diese Gleichfreiheit sozusagen die Praktiken der Gleichfreiheit das Entscheidende an der liberalen Demokratie. Und in dieser Grundordnung, ich will mal sagen, Demokratie als Herrschaftsform, ja, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Verfassung, das föderale Zusammenspiel, das Zusammenspiel der Gewalten, diese ganzen Spielregeln, die ganze demokratische Ordnung sozusagen, die macht dann Raum natürlich für Demokratie als Lebensform. Damit fängt dein Buch ja an. Immerfort stellen sich uns dieselben Fragen. Schreibst du etwa, wie ein gutes und gerechtes Gemeinwesen aussehen sollte, in dem Menschen zufrieden zusammenleben? Und ich glaube, das kann man so ganz leicht überlesen, aber in diesen Zeiten merken wir, wie wichtig diese Frage ist, nach einem gut und gerechten Gemeinwesen, in dem Menschen zufrieden zusammenleben. Und zufrieden heißt eben nicht nur also glücklich, sondern das heißt eben auch im Frieden, also friedlich miteinander leben. Und ich glaube, dass das Demokratie als Lebensform ausmacht. Das ist die Lebensform von Menschen, die nicht als Feinde, sondern die in ihrer Vielfalt friedlich zusammenleben. Dass wir das so das herausheben müssen, dass das eine Errungenschaft ist, ist eigentlich erschreckend, denn wir haben es natürlich für eine Selbstverständlichkeit gehalten. Aber es zeigt sich eben in der Corona-Krise, auch im Blick auf die anderen Länder, die wir jetzt sehen, und im Blick auf das, was wir möglicherweise zu verlieren drohen in Zeiten von Polarisierung, dass es eben doch auch eine Errungenschaft ist, Demokratie als Lebensform. Drittens ist es eine Regierungsform. Du hast von den Möglichkeiten des Mitregierens gesprochen. Es ist sozusagen so wie die Ministerien zusammenspielen, ich sage mal auch im Thema Governance mit anderen
mit der Zivilgesellschaft, sozusagen natürlich mit der Legislativen, mit den Parlamenten. Es ist ein Miteinander, ich würde es mal nennen, die Kunst des gemeinsamen Regierens auf Zeit. Auch das ist eine Kunst, die die Demokratie ausmacht, die Demokratie als Regierungsform auszeichnet, als eine Praxis sozusagen des Machtgebrauchs innerhalb der Demokratie als Herrschaftsform. Das sind mit diesen drei Hervorhebungen sozusagen, die ich bei dir aber wahrgenommen habe, will ich zugleich mein eigenes Verständnis der liberalen Demokratie skizziert haben. Und wie du bin ich genau der Meinung eigentlich, dass die Demokratie eine Geschichte der Freiheit ist. Und genau da liegt aus meiner Sicht aber auch eigentlich die Gefahr. Ja, die Gefahr nämlich, dass wir diese Freiheit verlieren an Formen der Demokratie. Das sagt der Orban ja nicht nur, dass er auch eine Demokratie ist, halt eine illiberale Demokratie, sondern die illiberalen Demokratien haben ja auch eine Tradition. Also, wo ich dir recht gebe, ist, dass du, wenn du sagst, wir sind schon jede Demokratie, die wir des Namens würdig halten, ist eine liberale Demokratie, da müssen wir sie nicht liberal nennen. Nur ich fürchte, das, was die Orban-Leute, die autoritären Populisten den Menschen einreden, ist, dass das ja auch eine Form von Demokratie ist, nämlich die Mehrheitsherrschaft über die Minderheit, die Herrschaft des Volkes. Also die haben so eine kollektive Vorstellung oder eine kollektivistische Vorstellung von Demokratie. Und da geht es um den Volkswillen, der sich dann zufällig im autoritären Populisten ja auch, wie soll ich sagen, trifft. Ja? Und das sind so Sachen, wo ich denke, da lohnt es sich doch, dass wir von der liberalen Demokratie reden und kenntlich machen, dass das, was uns so wichtig ist an der Demokratie, eben gerade die liberale Grundlage ist, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dieses friedliche Zusammenleben, die Kunst des gemeinsamen Regierens auf Zeit. Ich meine, das lohnt sich schon, das abzugrenzen, sagen, das Wertvolle, das Gute an der Demokratie ist das Liberale an der Demokratie, so wie wir es als Errungenschaft hatten, als Errungenschaft der verantworteten Freiheit, ja, der Freiheit, die wir kultiviert haben, die wir institutionalisiert haben, die wir in Freiheitsrechte und in Freiheitschancen sozusagen ausbuchstabieren. Mhm. Also ich meine, da sollte man nicht, so wie du das sagst, heute ist jede Demokratie eine liberale, so kann man den Zusatz prinzipiell auch weglassen. Ich sage, nee, den sollte man mal behalten. Ich lasse es mal da dran. Ich habe noch zwei, drei Sachen, die mir nachher wichtig sind. Eine Würdigung eines Themas, was du jetzt noch gar nicht angesprochen hast, und eine Leerstelle, die ich noch sehe, die ich gerne mit dir besprechen will, aber ich lasse es mal zunächst dabei. Sage ich gern was zu dem, was du gesagt hast, weil ich das, also auch wenn das für manche jetzt vielleicht als so ein unwichtiges Detail erscheint, nehmen wir uns ja auch die Zeit, um auch genau an diesen Rändern auch ein bisschen zu polieren und die klarer zu machen. Für mich, also für was du jetzt gesagt hast, bin ich d'accord zu sagen, dadurch, dass es halt nun mal auch die anderen gibt, lohnt es sich also klar zu sagen, nee, hier ist die richtige Demokratie und die ist die liberale. Also so in der Hinsicht könnte man das ganz salopp sagen. Aber die innere Arithmetik einer illiberalen Demokratie oder eines illiberalen Systems ist in sich so nicht demokratisch, und ich lasse mich gleich sagen, was ich damit meine. Also wir haben jetzt schon herausgestellt, ich habe auch ein anderes Buch vorher geschrieben, der Homo Empathicus, und da ging es eben genau darum, warum die Empathie quasi nicht das Scharnier, sondern das ist, was eine Demokratie überhaupt am Laufen hält. So, und wenn wir sagen, also die Empathie ermöglicht uns innerhalb eines demokratischen Systems eben Interessen miteinander zu vermählen, dann müsste es ja umgekehrt sein, dass eben ein illiberales System das nicht tut. Und genau das ist der Fall. Die Herrschaft dieser Mehrheit ist eben nicht eine Herrschaft einer Mehrheit, die jetzt eine gewisse Partei aufgrund gewisser Inhalte gewählt hat, sondern die Orbans dieser Welt verdichten diese Mehrheit mit versehen diese Mehrheit mit Merkmalen, die nichts mit dem Wahlvorgang zu tun hat, nämlich Ethnie, Religion, kulturelles Erbe und dergleichen. Es ist also eben nicht eine Mehrheit, die beim nächsten Mal anders ist, sondern die in der Vorstellung von Herrn Orban immer diese Mehrheit ist und immer diese Mehrheit bleibt. Und wenn man das noch nicht als distinktives Merkmal insgesamt herausstellen mag, denn niemand kann, also selbst Herr Orban kann jetzt nicht
im Moment zumindest nicht verhindern, dass Menschen ihn bei der nächsten Wahl nicht mehr wählen, obschon wir nicht genau wissen, wie die Wahlergebnisse in solchen Systemen aussehen. Das eigentliche, was so eine System am Laufen hält, ist eben nicht die Empathie, sondern das Ressentiment. Und das ist das kultivierte Ressentiment ist nicht in der Lage, Empathie aufzubauen, soll es auch gar nicht. Und damit kann es aber auch keine konstruktive demokratische Politik mehr machen. Denn jede demokratische Politik ist mal besser und mal schlechter, aber doch immer getragen von eben genau dieser Maßgabe, nämlich empathisch zu sein. Und für mich ist emblematisch, als vor einigen Jahren der Herr Gauland in so einem Sommerinterview gefragt wurde, was ist denn eigentlich das Rentenkonzept der AfD? Und da musste also direkt blank ziehen, weil es gab keins. Und da habe ich mir damals schon gedacht, wenn du den ganzen Tag beschäftigt bist mit Hassen, hast du halt auch keine Zeit, irgendwas Gescheites auf die Beine zu bringen. Ne? Und das sage ich jetzt alles so rein hetzisch salopp daher, aber letztendlich ist das. Und da, wo die illiberale Demokratie gekippt ist und jetzt in ausgeprägten Diktaturen am Werk oder... Du siehst, die Strongmen dieser Welt kommen nicht aus, ohne sagen zu können, der Mann sieht mir zu weiblich aus, Frauen müssen so und so viele Kinder kriegen, was machen eigentlich die ganzen Homos hier und wieso sind hier eigentlich Ausländer? Das heißt also, da wo eben mit Ressentiment operiert wird, brauchst du Blitzableiter, brauchst du Sündenböcke für dein Nichthandeln, für dein politisches Nichthandeln. Aha. Also lass mich das mal rekonstruieren, genau. Ich finde es spannend. Ich finde, es gibt zwei bessere Argumente, die du vielleicht bringen könntest. Also sagen wir so, die Maßgabe der Empathie, des Mitgefühls, sollten wir gleich nochmal vertiefen. Sie spielt auch in der FDP eine große Rolle. Empathie steht im Leitbild. Aber was heißt das eigentlich? Manche sagen, Liberalismus braucht doch keine Empathie. Ja, Vernunft reicht. Was heißt das eigentlich? Aber das mal zurückgestellt, diese Maßgabe, also wenn du den ganzen Tag beschäftigt bist mit Hassen, kannst du nicht wirklich klug aufbauen. Das verstehe ich, aber es ist mir noch nicht, ich sage mal, inhärent genug. Also es ist noch nicht sozusagen logisch oder ich sehe zwei andere Argumente, die ich stärker finden würde, die du vielleicht machen könntest, jetzt gegen mich. Ja? Das eine ist, dass du sagst, die Offenheit wird verletzt, die Offenheit der Demokratie. Ja? Zur Offenheit der Demokratie gehört, dass Wahlergebnisse auch anders sein können. Ne? Das ist auch bei Orban nicht der Fall. Ja, und damit ist sozusagen der Wahlakt, bei dem das Ergebnis eigentlich schon feststeht, nämlich Orban als die zentrale Stimme der Mehrheit gewinnt, ja, als der Volksherrscher sozusagen gewinnt. Damit verletzen wir sozusagen das zentrale Prinzip der Demokratie. Das geht auf Dauer nur, wenn man schummelt bei den Wahlgesetzen, sehen wir jetzt in den USA, wie das dort versucht wird. Ja. Und Ungarn, das müssen wir hier vielleicht sagen für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, hat seit Jahren ein außergewöhnliches, schon von Anfang an eigentlich ein außergewöhnliches Wahlrecht. Das sorgt für sehr deutliche Mehrheiten, auch bei knappen Entscheidungen. Und insofern ist da auch ein gewisser Bias drin. So, das eine ist die Offenheit der Wahl. Das zweite ich glaube, dass die Autokraten nachher nicht so klug sind wie Demokratien. Demokratien sind lernende Systeme. Ja? Und lernende Systeme sind sie, weil es Feedback gibt, ja? Weil wir drüber reden, ja? Weil jeder sagen kann, was er denkt. Und weil wir uns dann antworten müssen und kritisieren müssen und die ganze, wo man denkt, Mensch, die Demokratie ist ja ständig in der Krise. Naja, die ist ständig in der Kritik. Ja, da wird ständig immer alles schlecht geredet, weil man sich ständig kritisiert. Aber unterm Strich wird man dadurch natürlich klüger, ja, weil mehr Perspektiven eingehen und unsere Entscheidungen auch besser werden können. Und da liegt, glaube ich, die Stärke der Demokratie, sage ich mal, auf Dauer, Probleme besser verarbeiten zu können. Du hast ja da auch Beispiele, vielleicht wirst du die vertiefen in der Corona-Krise, diese lernende Demokratie. Und dann könnte man sagen, ja, mit diesen zwei Argumenten, wer auf Dauer Demokratie haben will, kann sie nur liberal haben. Ja, ja und darauf jetzt aber auch aufbauen, was brauchen wir ja nicht ganz, also wir sind ja in den Nuancen vielleicht nicht beieinander, ne, aber im Generellen, ja, dann schon findet das dann auch, weil du das gerade angesprochen hast, auch wichtig ist zu schauen, dass es auch in der Tat einen Unterschied zwischen präsidialen und parlamentarischen Demokratien gibt. Ne? Dass du einfach eine viel größere Polarisierung in the winner takes it all Systemen wie England und in den USA hast, wo, wenn eine Demokratie so ist, muss sie
andere Ausgleichselemente haben. Und es scheint so zu sein, dass sowohl England als auch die USA diese ausgleichenden Elemente mehr und mehr verlieren. Wohingegen eine parlamentarische Demokratie mit Koalitionsbildung in dergleichen eher mit der Unzulänglichkeit leben muss, dass nie eine Partei 100% von dem kriegt, was sie als ihr ideales Leitbild im Wahlkampf präsentiert hat, aber gleichzeitig durch diese Form der Konsensbildung mehr Menschen zusammenführt und letztendlich auch durch diese Praxis vielleicht auch noch eher in der Lage ist, sogar auch mal mitzubedenken, was eigentlich die Parteien und ihre Anhänger, die jetzt nicht in die Regierungsverantwortung kommen, aufgrund der Koalitionsbildung, was die im Wahlkampf gedacht und getan haben. Es ist ja nicht so, dass man in der SPD nie über das nachgedacht hat, was man in der CDU gesagt wurde und umgekehrt. Das heißt also, diese Elemente sind also dann doch viel eher in parlamentarischen Gesellschaften verwirklicht. Was aber meiner Meinung nach sogar noch deutlicher wird am kontinentaleuropäischen Demokratiemodell. Und das wird deswegen so, ist deswegen wichtig zu erwähnen, weil wenn darüber geredet wird, dass die Demokratie in der Krise ist, dann wird immer von der angelsächsischen Demokratie gesprochen, nämlich der amerikanischen und mit ihrem Schlepptau, das ehemalige Mutterland, England halt. Ne? Denn die Vermählung oder die Nichtvermählung sozialer und bürgerlicher Rechte, so wie sie eben in den USA sich niederschlägt mit einem Drittel der Gesellschaft, ökonomisch kommt sie nicht vor. Leute sind verschuldet, weil sie aufs College gingen. Das heißt also, kurz gesagt, da wo es keine erschwingliche Gesundheitsversorgung und keine freie Schulbildung gibt, kann es auf lange Sicht keine Demokratie geben, kann es sogar noch nicht mal ein Gemeinwesen geben, weil die Zugänge in Plutokratie und Autokratie am Ende sozusagen ausufern und keine Partizipation möglich ist, wenn du nicht aus einer bestimmten ökonomischen Schicht der Gesellschaft kommst. Weswegen so das soziale, marktwirtschaftliche Element, das wir in Europa haben, und ob das jetzt in Deutschland erfunden und wie auch immer, aber es gibt, glaube ich, also auf dem Kontinent keinen Dissens darüber, dass in der einen oder anderen Form sozialer Ausgleich dessen, was ein unkontrollierter Markt zustande bringt, in irgendeiner Weise stattzufinden hat. Und auch die Daseinsvorsorge, wenn du krank wirst, wenn du unverschuldet deinen Job verlierst oder wenn du alt wirst, dass das sozusagen auch mit zum empathischen Grundinventar gehört. Und in Ländern wie in den USA, wo ich ja lange gelebt habe, und selbst in England anders, aber auch ein Stück weit, die Diskussion über die allgemeine Krankenkasse ganz oft so geführt wird, dass ich bezahle ja nichts für irgendjemand anders. Das heißt also, dass also eine zuspitzende Elemente in diesen ja, präsidialen Systemen vielleicht so verankert sind, dass sie am Ende also auch einer Konsensbildung auf lange Sicht auch irgendwo im Wege stehen. Und man deswegen, wenn wir auf Demokratie schauen, viel mehr auf das kontinentaleuropäische Modell schauen müssten, dass sozusagen eben soziale und bürgerliche Rechte in einer gelingenden Weise vereint. Und wenn man jetzt nach Südkorea oder Taiwan schaut, wo die deutsche Verfassung Grundlage für den postdiktatorischen Aufbau der Demokratie war, dann habe ich zumindest in meiner Zeit dort erlebt, dass man dafür also durchaus das sehr gut verstanden hat. Und taiwanesische Gesundheitsversorgung ist schon sehr gut und auch erschwinglich. Kann ich da vielleicht... Ja, sorry. Nee. Wow. Du kannst noch was dazu sagen. Ich dachte nur, wir gehen dann auch mal in das nächste Thema über. Ja. Aber sag gerne noch was dazu. Ich würde einen Teil, den ich wichtig finde für, ich sage das mal, unter uns Liberalen, Alex, du bist ja auch Liberaler, was ich manchmal das Gefühl habe, dass wir Liberale gering schätzen, ist natürlich der Anspruch auch auf soziale Gleichheit. Ja. Ich sage das mal so. Also so unvermittelt soziale Gleichheit, nehmt es gleich zurück, es geht ja nicht um Gleichmachung und so, aber es geht um eine gewisse auch ökonomische Vergleichbarkeit, sodass die Leute schon das Gefühl haben, wir fliegen nicht ganz raus. Also diese soziale Komponente, die den Leuten sagt, es geht nicht bloß, also Demokratie ist nicht bloß mitreden, ja, sondern es ist auch eine fundamental sozusagen eine Lebensweise der eigentlich Vergleichbaren, ja, die Aufstiegschancen haben, ja, oder soziale Rechte, sagst du. Mir fehlt da so ein bisschen noch, dass wir auch über Lebenschancen reden. Ich finde, Demokratie ist auch ein Erkundungsprozess für Lebenschancen. Ja. Aber diese soziale Dimension, auch der Sozialstaat als Voraussetzung für eine gelingende Demokratie, den denken wir als Liberale eigentlich ganz selten mit. Ist das auch dein Eindruck, oder? Also ich...
Das kommt immer drauf an. Also die FDP hatte solche und solche Zeiten, ne? Mein Eindruck ist schon, also der vorletzte Bundestagswahlkampf, wo Christian Lindner ganz deutlich gesagt hat, wenn Eltern ihre Kinder nur zum Schulerfolg führen, wenn sie ordentlich Nachhilfe zahlen können, weil so wie Schulstunden ausgefallen sind und dergleichen, dann geht es nicht. Ne? Das ist eigentlich auch etwas, was jeder SPD-Politiker sagen könnte, jede SPD-Politikerin. Also ich glaube schon, dass man in der neuen Generation, die Christian Lindners, Marco Buschmanns, Johannes Vogels dieser Welt, also die soziale, das Aufstiegsversprechen, oder auch mein, wir kommen beide aus Worms, der Harald Christ, der jetzt ja lange oder einige Jahre Schatzmeister war, also auch jemand, der sagen wir, im Bildungssystem einer liberalen Demokratie quasi die, wie ich auch und wie viele, die wir kennen, definitiv den Bildungsstatus ihrer Eltern überholt haben und dann im Endeffekt auch den ökonomischen Status. Ne? Also das ist etwas, was jetzt also Liberale zumindest in den letzten 8 oder vielleicht auch 10 Jahren dann doch noch mal mehr für sich entdeckt haben, weil es sich ja nun wirklich in den letzten Winkel der belebten Welt rumgesprochen hat, dass neoliberale Modelle nicht funktioniert haben. Das ist also unter Wirtschaftswissenschaftlern und also den veröffentlichten Pakettis dieser Welt, also Common Sense. Ja. Und man ist deswegen, wenn ich das auch nicht unliberal, wenn man in diesem Sinne auch sagt, natürlich muss es eine globale Mindeststeuer für Konzerne geben, die überall operieren. Überall, sagen wir mal, also von Konsumenten Geld bekommen, aber dann sagen vor der Gemeinschaft, drücke ich mich, ich zahle nichts. Es würde ja in der alten FDP vor 20, 30 Jahren hätten wir vielleicht gesagt, nee, das kann man nicht machen, aber ich glaube, dass also wir also ganz klar auch also als Liberale gesagt haben, nee. Also da, wo Wert erwirtschaftet wird, muss auch irgendwie etwas sich abbilden für die Gemeinschaft. Ne? Und das ist mittlerweile, glaube ich, durchaus auch bei liberalen FDP, also bei der FDP in Deutschland angekommen. Ja. Und es heißt auch Primat der Politik, ja, nicht Primat der Wirtschaft. Ja, absolut. Also es heißt, für mich ist das der Primat des Menschen. Ne? Also es ist das Menschliche, ne? Weil also weder die Politik noch die Wirtschaft sind ein Selbstzweck an sich. Also ist der Schabbes für den Menschen oder der Mensch für den Schabbes da. Es ist ganz klar, dass der Schabbat dem Menschen dient. Ne? Also das heißt also, am Ende geht es ja darum, das hast du ja auch gesagt, um das Ausfalten von Lebensmöglichkeiten, ne? Und dem Potenzial dessen, was Menschen sozusagen mitbringen, wenn sie auf die Welt kommen. Ne? Und deswegen ist also ist das der Primat des Menschlichen. Ja. Sehr gut, schön gesagt, schön gesagt. Ich wollte noch ein Stichwort oder mehrere Stichworte aufgreifen, die jetzt schon öfter gefallen sind. Es ging einerseits um Soziales und Bürgerliches und wir haben über Freiheiten und Rechte gesprochen. Herr Görlach, Sie haben gerade gesagt, soziale und bürgerliche Rechte. In Ihrem Buch Demokratie haben Sie über soziale und bürgerliche Freiheiten geschrieben. Und zwar haben Sie da geschrieben, dass es zwischen denen ein Ungleichgewicht geben würde. Könnten Sie das für uns nochmal erläutern? Gerne. Also die Krise der Demokratie, über die wir viel reden, worin besteht die eigentlich im Kern? Und die Daten zeigen, dass die letzten 30 Jahre in verschiedenen Abstufungen in demokratischen Gesellschaften wie Deutschland oder in den USA, ne, also in den USA super viel, in Deutschland noch, also deutlich weniger, die Haushaltseinkommen entweder stagniert haben oder rückläufig waren, wohingegen die wirtschaftliche Gesamtleistung gestiegen ist. Da passt auch genau das hin, was wir über diese Mindeststeuer von Konzernen gesagt haben. Es wird also immer mehr erwirtschaftet jenseits unserer Hände Arbeit, wie das sozusagen noch in der alten Steuerarithmetik ist. Die Leute gehen schaffen und dann wird das besteuert. Heute wird durch Automatisierung und Digitalisierung alles Schlagwörter, aber dennoch zutreffend, wird Produktivität gesteigert. Aber der Staat hat das nicht verstanden, das zum Teil seiner Einkommensgrundlage zu machen. Das heißt, die Menschen haben weniger oder gleich viel in der Tasche, was mit der Inflation dann im Endeffekt weniger ist, ja? Hören aber überall, dass die Wirtschaft wächst und so, bei ihnen kommt nichts an. Ne? Und wenn Sie jetzt einen Familienvater, wenn wir jetzt mal ausnahmsweise das ganz klassische Modell benutzen, Vater, Mutter, zwei Kinder, es können auch zwei Mütter und zwei Kinder, das ist jetzt auch egal, ne, sein, und es kostet dich 100 Euro, um irgendwie am Samstag mal ins Kino zu gehen, dann erlebst du dich nicht als Gewinner der Globalisierung. Ne? Und das ist dann am Ende des Tages dann auch irgendwo dann unerheblich, dass es dann trotzdem bei uns noch erschwingliche Krankenkassen oder sowas geben könnte. Ne? Sondern das heißt, diese messbare Ungleichheit, ne? diese messbare Verschiebung des Menschen eben nicht gleich mit dem Wirtschaftswachstum auch mehr Geld in ihren Portemonnaies haben.
die führt zu dem, was Francis Fukuyama in seinem Buch über Identity schreibt, so, also zu Zorn und Wut bei den Menschen. Und das habe ich jetzt auch in meinem Buch über die Empathie, den Homo Empathicus, gleich zu Beginn beschrieben, dass die Finanzkrise genau dieses Gefühl noch verstärkt hat, dass also die Banker quasi ungestraft nach Hause marschiert sind und Hunderttausende Heimbesitzer quasi auf die Straße gesetzt wurden. Das heißt also, das ist das Element, was zeigt, dass soziale und bürgerliche Rechte meines Erachtens in der freien, in der demokratischen Welt in eine gewisse Ungleichheit geraten sind, was letztendlich die Wut und den Zorn auf das System hervorgerufen hat. Ja, danke schön. Wenn ich da kritisch rückfragen darf. Ich finde, das hat so seine Plausibilität oder so, diese ökonomische Erklärung. Ich war am Wochenende auf einer Tagung in Tutzing und da war der Professor Michael Zürn da vom Wissenschaftszentrum Berlin. Der hat gesagt, der hat sich gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit dem autoritären Populismus. Warum gehen die so stark? Er sagt, es gibt drei Erklärungen. Das eine ist, die du gerade genannt hast, also ökonomische, Unzufriedenheit, ja, also Ungleichheit, die Wahrnehmung auch der Ungleichheit, auch Verlustängste und so. Das zweite, sagt er, so eine kulturelle Begründung, also die Kulturkämpfe, Identitätspolitik vielleicht und auch die Polarisierung in den sozialen Medien und so. Und das Dritte, und dafür hat er sich dann stark gemacht, er hat gesagt, eigentlich sind die Leute unzufrieden mit, dass sie fremdbestimmt werden. Ja, dass sie das Gefühl haben, dass die Politik gemacht wird von irgendwelchen Eliten, von irgendwelchen Technokraten, in irgendwelchen nicht majoritären Institutionen, also in Institutionen wie Zentralbanken oder Kommissionen weit weg, ja, die uns die Bedingungen diktieren und wo wir keine Kontrolle mehr haben. Das war ja auch das Motiv beim Brexit, ja, take back control. Ja, dieses Gefühl, dass man fremdbestimmt wird, hat Yascha Mung 2016, 2017 sein Buch auch als eine der großen Dinge gleich mal. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen technokratisch, diese zweite. Also ich glaube, er hat recht, wenn er sagt, das ärgert die Leute. Ich frage mich, ob das die eigentliche Krise unserer Demokratie ausmacht. Ich meine, die müsste man auch verstehen, indem man schon diese Kulturkämpfe auch mit versteht, die Polarisierung, die wir haben. Ja, die Emotionalisierung, das Gruppendenken, was wieder stärker wird, der Tribalismus sozusagen, ja, das Stammesdenken, aber auch das Schwarz-Weiß-Denken, ja. Der Ton wird rauer. Ja. Diese Polarisierung, das hat, glaube ich, auch was zu tun. Das verstehen wir erst dann, wenn wir uns über politische Psychologie und auch Moralpsychologie, wenn wir die verstehen. Das ist ja das Argument von dem Moralpsychologen Jonathan Haidt, dem ich jedem empfehlen kann, auch von der Politikwissenschaftlerin Karen Stenner, die zum autoritären Charakter geforscht hat. Und das, was uns als Liberale da, also eine echte Zumutung ist, ist eigentlich, dass die ja sagen, es ist nicht nur Nurture, es ist nicht bloß quasi Bildung, ja, sondern es ist auch Nature, es ist auch Evolution, es ist auch das, was wir so mitkriegen als Mitgift von der Evolution. Ja, wir sind eben Gruppenwesen und da haben wir eben bestimmte moralische Intuitionen und Leidenschaften. Ja. Dazu gehört auf der positiven Seite auch die Empathie, das Mitgefühl, aber auf der anderen Seite halt auch Gruppendenken und Autoritätsgläubigkeit und so weiter. Und das erschwert uns das. Und ich glaube, dass wir das mitdenken müssen. Wie siehst du diese Argumente? Also von dem evolutionsbiologischen Zeug halte ich gar nichts. Also meiner Meinung nach, also in den meisten angewandten Fällen Kokolores, also weil Röcke so kurz sind, das macht dann in unserem Kopf das. Deswegen müssen wir, also das ist also ganz oft, das hast du jetzt nicht gesagt, ne? Das weiß ich. Aber sagen wir mal, für mich ist, sagen wir mal, wir leben ja nicht in der Vergangenheit, in der Höhle, sondern wir leben heute und was auch immer. Da sind ja Jahrhunderte und Jahrtausende dazwischen. Was aber, das ist viel zu sagen. Also Jenseits dessen, muss mich kurz versuchen, hier zu ordnen. Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Sag nochmal ein Stichwort von deinen Kultur, also Kulturpolitik, darf, ja. Nicht majoritäre Institutionen, sondern der Elitismus, der Technik. Ah ja, genau. Also perfekt, danke, entschuldige bitte. Also der Datenbefund ist ja zumindest, was Deutschland betrifft, da halt nicht ganz eindeutig. Zum einen wünschen sich die Deutschen ganz oft ganz viel mehr restriktiv, am Beine der Pandemie so auf sie mit Gebrüll. Ne? Auf der anderen Seite ist mir dann Deutschland, so entsteht bei mir oft der Eindruck, dass man, also das, was einen ganz direkt betrifft, das ist wichtig und alles andere ist nicht wichtig. Das heißt also, das Big Picture wird also quasi selten bemüht,
Und deswegen brauchst du in der Wechselwirkung eigentlich mehr Technokraten, die quasi auf der Ebene, die eben die Leute nicht überblicken und dann auch keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen, wie man es besser überblickt, dann bleiben ja nur noch die Technokraten übrig. Also, und das ist übrigens ein vitales Element der Demokratiediskussion überall auf der Welt, selbst in China. Also die Frage, dass man sagt, naja, auf der lokalen Ebene können Leute ja vielleicht dann doch ein bisschen mitentscheiden, weil da haben sie Ahnung von und dann gehen sie uns auch nicht auf den Keks mit anderen Sachen. Ne? Aber dann, wenn je höher es geht, umso mehr Komplexität brauchst du. Und wir hatten das ja in Italien 2010 oder 11, als sozusagen unter Mario Monti eben eine überparteiliche Expertenregierung eingesetzt wurde, um sozusagen den Italienerinnen und Italienern zu sagen, jetzt kommt ihr alle vor, wir haben jetzt keine Partei Hickhack und nicht die 65. Regierung seit 49, sondern wir haben jetzt mal hier so eine Gruppe von Leuten, die als Technokraten versuchen, das Land zu renovieren. Und da haben wir ja dann doch auch in gewisser Weise, also ja, wir wollen dann, dass Virologen, die dürfen dann schon auch, aber Politik ist auch mehr als, sagen wir mal, die wissenschaftliche Einzelmeinung, auch wenn die 100% gültig ist und zählt und nicht falsch ist, gehört zum politischen Betrieb dann eben doch mehr dazu. Ne? Du musst dann also schon like, die langen Kosten für, dass wir alle eingesperrt sind, also macht vielleicht doch mehr Sinn, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen also weg von der 100% Empfehlung der Virologen zu gehen, um quasi andere Schäden und auch nicht nur wirtschaftlich, sondern auch an Menschen sozusagen auch abzufedern. Also das ist ja eigentlich die Kunst des Politischen. Ne? Also von daher machen es uns zumindest die Deutschen jetzt nicht wirklich sehr leicht, mit diesem Befund umzugehen, meiner Meinung nach. Super spannend. Genau, Jessica, sorry. Ich wollte noch auf ein anderes, also verwandtes Thema natürlich, kurz zu sprechen kommen. Und zwar hat es Melanie Kögler schon in der Einleitung erwähnt. Und zwar hat sie den Unterschied zwischen wehrhafte und liberale Demokratie erwähnt. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden sich dazu berufen fühlt, eine Kurzdefinition davon zu geben. Aber kann uns einer von Ihnen beiden kurz den Unterschied erklären zwischen einer wehrhaften und einer liberalen Demokratie? Und dann ist eben auch noch die Frage, ob wir unsere Demokratie nur verteidigen müssen oder ob es auch einen Reformbedarf unserer Demokratie gibt. Ja, danke. Also die wehrhafte Demokratie ist ein alter Begriff, der schon mal auch in den 60er Jahren natürlich Thema war, wo es darum, um die Frage ging, kann sich die Demokratie gegen ihre Feinde wehren, ja, oder geht sie eigentlich quasi an ihrer eigenen Liberalität zugrunde? Und da haben wir gesagt, nee, also man kann sich wehren mit den Mitteln des Verfassungsschutzes und der Durchsetzung des Rechtsstaats und so. Und daher kommt diese Idee. Und das feiert jetzt so ein bisschen fröhliche Urstände. Und meine These ist eigentlich, es feiert deswegen fröhliche Urstände aus zwei Gründen. Erstens, wir sind tatsächlich unter Druck von den Rändern, also tatsächlich polarisiert. Aber das Zweite ist, wir haben eigentlich vergessen, was eine liberale Demokratie in ihrer Vitalität ausmacht. Ja, also als selbstorganisiertes Miteinander, wo wir selbstwirksam tätig werden können. Und die liberale Demokratie, insofern, das ist eine friedliche Lebensform, nicht unbedingt quasi eine, die sich hier einpackt und sagt, wir verteidigen uns jetzt. Also ich habe immer den Eindruck, dass wenn jetzt auch in Berlin geredet wird über die wehrhafte Demokratie, dann häufig aus dem Innenministerium. Und im Innenministerium versteht man unter wehrhaften Demokratie halt ein sicherheitspolitisches Projekt, ja, Innenpolitik. Also da ist dann quasi die Bürgergesellschaft eine Art Schutzburg oder Trutzwall gegen den Extremismus. Und das ist zwar richtig, aber das, finde ich, ist ein ganz verkürzter Blick. Und deswegen sollten wir uns nicht zu viel einreden lassen. Die wehrhafte Demokratie ist in der Tat da, wehrhaft, wo sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützt und wo sie auch, ich sag mal, das Immunsystem einer freiheitlichen und deswegen auch toleranten und aufgeschlossenen und problemfähigen, streitbaren Lebensform, Demokratie als Lebensform stärkt und auch als Demokratie, die Demokratie als Regierungsform fit hält. Denn ich glaube, wir müssen Demokratie als Regierungsform viel besser organisieren, ja, damit wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen können. Also die Umbrüche des Klimawandels hat Bundespräsident Steinmeier bei seiner Wiederwahl gesagt, die Umbrüche des Klimawandels bedrohen eigentlich viele Menschen, die fühlen sich davon bedroht, weil auch ihre Lebensmodelle, ihre,
kulturelle Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden, Reisen, Grillen und so weiter, was man jetzt alles nicht mehr machen darf, aber auch beruflich, weil ihr Beruf vielleicht vor dem Aus steht, ja, weil die Branche nicht mehr zukunftsfähig ist. Und da sagt ihr, wir müssen aus diesen Umbrüchen Aufbrüche machen. Und da, Alexander, da fehlt mir bei dir noch im Buch, aber auf 100 Seiten, es gibt so viel zu sagen, ja, die kommunale Demokratie. Ich glaube, ja, den Klimawandel, den können wir eben vor allem auch in den vielen kleinen Klimabündnissen vor Ort verarbeiten, wo wir, das reicht nicht alleine. Also wir gewinnen sozusagen die Weltprobleme, lösen wir nicht nur lokal, die müssen wir auf allen Ebenen lösen. Aber ich glaube, wir müssen viel stärker die Anpassungsleistungen vornehmen. Und eigentlich brauchen wir resiliente, lernfähige und handlungsfähige Kommunen, ja, mit agilen Stadtverwaltungen, die Partnerschaften machen können mit der Zivilgesellschaft. Ich nenne mal die neue Leipzig-Charta als ein Hinweis, was die neue Leipzig-Charta zur Stadtentwicklung uns da an Leitbildern aufschreibt, steht auch im Koalitionsvertrag. Ich glaube, da müssen wir die kommunale Demokratie sozusagen als Veränderungsprozess neu beleben. Das ist im Übrigen eine Idee, die auch die Gesine Schwan stark macht, die Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD. Also das ist nicht einfach nur eine quasi Graswurzelromantik, ja, von einem Schwaben aus Baden-Württemberg, der so sagt, vor Ort wollen wir mal stark sein, sondern ich glaube, das hat tatsächlich was mit der Problemfähigkeit, mit der Regierungsfähigkeit unseres Landes zu tun, dass wir kommunal uns besser demokratisch organisieren, besser regieren, aber eben auch dort dann zusammenleben. Also jetzt bin ich von der Wehrhaftendemokratie zur problemverarbeitenden, zur resilienten, zur widerstandsfähigen Demokratie gekommen. Die widerstandsfähige Demokratie, die ihre Probleme gut löst. Aber das ist ja auch wieder ein ganz gutes Beispiel, zumindest für den deutschen Kontext, was denn die deutschen Bürgerinnen und Bürger ja als unbekanntes Wesen beschreiben. Wir haben ja große Erfolge bei Bekämpfung von Waldsterben und Fischsterben, also in unserer Jugend oder Kindheit, als das aufkam, wurden also sofort, also was unser Wald, was oder Rhein hat keine Fische mehr. Also wir haben also durchaus auf lokaler Ebene viel schon geschafft. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir wissen, dass das nicht ausreichen wird, ne, um den Klimawandel aufzuhalten, sondern vielmehr also auch große Unternehmen Interesse daran haben, uns glauben zu machen, dass wenn wir die Flaschen nach Farben teilen, das trennen und dann irgendwie in die Container schmeißen, dass dann übermorgen der Klimawandel, ich weiß nicht mehr, jetzt habe ich die Zahlen mehr im Kopf, es war eine überschaubare Anzahl an Unternehmen und Branchen, die politisch reguliert werden müssten, um irgendwie 70-80% des Klimawandels sozusagen aufzuhalten in einem Handstreich. Das heißt also, ich bin bei dir, was du sagst, es gibt auch Erfolge, aber man darf jetzt nicht, dem lokalen, übergeordneten Ebene nicht da, wie soll ich sagen, nicht dazu führen, dass die nichts mehr machen. Also das, was wir als Klimawandel, was uns ins Haus steht, und wir haben von Johannesburg bis London, also Städte, die in den nächsten 10 Jahren also an Wasserknappheit leiden werden, das wird nicht durch unsere eifrige Mülltrennung im Schwabenland oder in Rheinhessen gelöst. Und trotzdem ist es wichtig, ne? Aber es ist eben nicht das einzige Element, um dem Klimawandel zu begegnen. Ja. Bin ich bei dir, absolut. Ich stelle meine Frage nochmal hinterher. Müssen wir nur verteidigen oder müssen wir unsere Demokratie auch reformieren? Danke für die Pointierung. In der Tat, damit meine ich natürlich, wir müssen in die Vorwärtsbewegung kommen. Ich kann nicht bloß darum gehen, dass wir sagen, wir verteidigen die liberale Demokratie, die wir haben, sondern wir müssen sie in der Tat weiterentwickeln und fit machen. Ja, also die Institutionen wieder anpassen, erweitern, die Politikschwerpunkte anders setzen. Ich habe es gerade gesagt, übrigens die Stärkung der Kommunen, auch die strukturelle Stärkung der Kommunen ist auch Teil im Koalitionsvertrag. Ja, und das ist ein wichtiges Vorhaben der Ampel aus demokratiepolitischer Sicht. Ja. Also insofern, ich empfehle uns Neugier und Kreativität auf bessere Formen des Regierens. Dazu gehört es, sage ich mal selbstkritisch, dass man ein bisschen Abschied nimmt so von so Lieblingsprojekten der Bürgerbeteiligung. Da komme ich her, ja, dass man nun sagt, ja, also Hauptsache die Partizipation der Bürger wird irgendwie, die dürfen jetzt auch alle mitreden. So ganz so, also die müssen mitreden können, sodass wir Probleme gut lösen können. Und dann wird man in den kommenden Jahr sogar ja schon Diskussionen führen über die Beschleunigung von Planungsgesetzen bei Infrastrukturvorhaben. Das geht möglicherweise auf Kosten von
von Bürgern, auch von deren Rechten, möglicherweise sogar von deren Mitsprache. Da müssen wir uns genau anschauen. Ich habe die Erfahrung persönlich ja gemacht am Flughafen Frankfurt, wo ich den Ausbau zum Flughafen begleitet habe als Projektleiter mit einem bestimmten Dialog, dass Beteiligung auch uns Zeit gespart hat. Ja? Aber da muss man jetzt sehr genau hinschauen, wie organisieren wir unsere Demokratie besser, wie entwickeln wir sie gut weiter. Und wenn ich ein Wort dazu sagen darf, weil ich eben nicht aus dieser, wie du jetzt aus dem selben Background komme, aber wenn ich das Wort wehrhaft, wenn ich dazu was sagen sollte, dann würde ich immer sagen, Angriff ist die beste Verteidigung, denn also die Demokratie hat überall auf der Welt, oder das, was wir als demokratische Werte erleben, hat überall auf der Welt Zulauf. Das mag sich jetzt nicht sofort in Wahlbeteiligung oder in Systemwechseln niederschlagen, denn wir haben jetzt auch eine Zeit hinter uns, in der es in der Tat jede Menge Systemwechsel gab, hin zur Demokratie. Ne? Das heißt also, der Angriff ist dahingegen die beste Verteidigung, weil Demokratie aufgrund ihrer Verortung im Wohl des Menschen halt einfach auch die bessere Form ist. Also wir brauchen uns nicht zu verstecken. Es gab im letzten Jahr, hat das Pew Institute in Washington eine Umfrage gemacht, es waren 17 Länder, 16 davon Demokratien, wie man sich jetzt gegenüber China eigentlich verhalten soll. Und da haben große Mehrheiten in 16 Ländern, das 17. war Singapur, keine Demokratie, aber ein entwickeltes Industrieland, haben Mehrheiten in 16 Ländern gesagt, ja, also wie die chinesische Führung mit den Menschen da umgeht, die Menschenrechte werden nicht geachtet, die eigene Regierung achtet nicht die Menschenrechte, krass. Also waren also die höchsten Werte in Japan, gut, das hat historische Gründe auch, aber auch in Europa haben Länder, die traditionell eher loyal waren oder wie immer man es jetzt sagen will oder da nicht so genau hingehen. Also die Werte sind auch in Deutschland oder in Spanien also weit über 50%, wo man sagt so, okay, das wollen wir eigentlich nicht. Und als Reflex ist, also auch mit großen Mehrheiten zu sagen, wir sollten eigentlich als Demokratien mehr zusammenarbeiten. Und ja, eigentlich ist es gut, dass die USA, obschon sie also in desolaten demokratischen Zustand sind, immer noch besser als China heute. Wir sollten uns mehr, die Demokratien sollten sich mehr miteinander beschäftigen und die USA sollten weiterhin eine tragende Rolle führen. Das haben also 16 Spielen, haben also Mehrheiten in 16 Ländern gesagt. Das heißt also auch der Datenbefund ist schon so da, dass die Demokratie sich jetzt nicht, also ihre Menschenrechte, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit ist unter keinem, ist nicht unter Rechtfertigungsdruck, sondern die Menschen suchen das überall. Und wenn sie die Videos sehen, wie die Menschen sich in China jetzt in ihrem Lockdown da artikuliert haben gegenüber ihrer Führung, dann merken sie also, dass selbst in Volldiktaturen genug Menschen da sind, die das einfordern, was in einer Demokratie heute verwirklicht ist. Kann ich noch einen Punkt dazu schieben, der auch zur Stelle, wir hatten es vorher schon mal kurz angesprochen, hier gesagt, die Lernfähigkeit der Demokratien. Und du hast da einen ganz hervorragenden Punkt gemacht, nämlich unbedingt würdigen. Du schreibst auf Seite 92 zu Wahrheit und Demokratie. Ja? Und da schreibst du, in einer Demokratie muss es also eine Selbstverpflichtung zur Wahrhaftigkeit geben. Anderenfalls kann eine kritische Öffentlichkeit nicht funktionieren, ohne eine solche Verpflichtung kann fruchtbarer Diskurs stattfinden. Und du fährst dann fort, der hat verschiedene Komponenten. Und dann sagst du, da ist zuallererst das Narrativ der Wissenschaftlichkeit, das ist eigentlich eines der stärksten tragenden Narrative der heutigen freiheitlich-demokratischen Gesellschaften sein soll, das aber leider nicht ist. Und das will ich ausdrücklich würdigen und voranstellen und sagen, in der Tat, wir sollten uns viel stärker interessieren für den Zusammenhang zwischen Demokratie und Wissenschaft. Und zwar nicht bloß in der, also ich sage mal, einfachen Variante nach dem Motto, die Wissenschaftler drohen uns mit Technokratie, ja, die sagen, wo es hingeht. Nee, die Wissenschaft ist ein Lernprozess, die Demokratie ist ein Lernprozess und wir müssen lernen eigentlich, dass diese unterschiedlichen Formen des Wissens, die wir da haben, wie die besser zueinander kommen. Ja, wie wir genau. Sozusagen eine wissenschaftsfähige Demokratie haben, aber natürlich auch eine demokratiefähige Wissenschaft. Da muss auch bei uns Wissenschaftlern ein bisschen was passieren. Da gibt es tolle Ansätze, aber hat Konsequenzen auch für die Vorstellung, wie wir über Wissen nachdenken, welches Wissen wir überhaupt produzieren. Aber das alles geht eben nicht ohne den Begriff, den Wert der Wahrhaftigkeit. Und es freut mich am Welt-Ethos-Institut, weil der Begriff der Wahrhaftigkeit ist einer der Werte, von denen Hans Küng, der katholische Theologe, auch vorgeschlagen hat, gesagt, Wahrhaftigkeit ist in allen religiösen Traditionen eine ganz wichtige Orientierung. Ja, ist möglicherweise eine, die uns als Menschen verbindet. Mensch in einmal eins, die Bedeutung von Wahrhaftigkeit. Und du stellst die raus und wie gesagt, das finde ich total spannend. Vielleicht müssen wir eine zukünftige Diskussion machen, wo wir
diesen Ansatz nochmal, Wahrhaftigkeit in Wissenschaft, wo wir den vertiefen. Ja. Und das führt auch zurück zu dem, was wir eingangs über die Gegner gesagt haben, die Illiberalen, ne? Denn Experten, also Wissenschaftler, werden verabscheut. Ne? Die Wissenschaftler, die den Klimawandel irgendwie 98 von 100 haben dieselben Meinung und artikulieren die aufgrund von Daten- und Zahlenmaterial. Und bei den Republikanern in den USA gibt es immer noch genug, die Leute verteufeln im Zuge des Brexits. Das wissen wir alle, die Leute haben genug von Experten. Und was Hand in Hand geht damit, ist natürlich auch die Verabscheuung der Medien. Denn letztendlich die Wissenschaftlichkeit, habe ich ja geschrieben, ist das eine. Und dann ein bisschen weiter geht es um den säkularen Diskurs. Das bedeutet nicht, dass Religion mehr vorkommen darf, sondern es bedeutet, dass wir Sprachen sprechen müssen, die eben diesen Kriterien der Wahrhaftigkeit auf der Grundlage der Wissenschaft eben genügen. Also an ein Virus, also zu sagen, ich glaube nicht an den Virus, ist eine Contradictio in adjecto. Also ein Virus, das ist keine Glaubensfrage. Die Jungfrau Maria ist eine Glaubensfrage. Ne? Das heißt also, dass wir sozusagen in dem Moment und die Gegner der Demokratie, der liberalen Demokratie, wie Christopher sagen würde, die verabscheuen ja genau das, Wissenschaftlichkeit und Säkularität, weil es eben ihren dummen, plumpen, menschenverachtenden, vom Ressentiment getragenen Weltbild abträglich ist. Das heißt, was wir in einer Gesellschaft sagen können, dürfen oder wollen, ja, wird beschränkt davon, was eigentlich, also was der Fall ist und dass man es so artikuliert, dass Menschen es auch verstehen können. Ne? Das heißt, wenn ich sage, die Erde ist eine Scheibe, dann wirst du in Deutschland dafür nicht in den Knast gehen, weil whatever. Aber dass dich Leute auslachen, ist dann Teil deines Tagesgeschäfts. Ne? Und so, das heißt also, weil es ist ein Nichtzusagendes, dass die Erde eine Scheibe sei. Ja, gut, sehr gut. So. Ich muss an der Stelle mal dazwischen gehen, weil wir haben. Ich würde euch bitten, dass ihr die nicht allzu ausführlich und ohne Diskussion beantwortet, wenn das möglich ist, damit wir das in der Zeit noch schaffen. Wir haben eine Frage, die ist vielleicht nicht ganz so kurz zu beantworten, aber auf jeden Fall gibt es die Frage, jeder behauptet, er wäre demokratisch, das hat auch die DDR in der Vergangenheit vermutet. Was ist eigentlich der philosophische Hintergrund? Weiß gar nicht, ob es ein philosophischer ist, sondern einfach, Demokratie ist zauberhaft, ist wunderbar und ist schön. Und wenn du keine hast, musst du den Leuten halt eben verkaufen, dass es eine wäre. Als der Herr Putin und der Herr Xi im Februar ihr super Programm da vorgestellt haben zur Internetüberwachung und allen anderen Kram, das die beiden Diktatoren zusammen machen wollten, haben sie auch die Zeit genutzt, um zu sagen, übrigens, wir sind eigentlich die echten Demokratien. Also ich glaube, dass das, also auch Nordkorea hält sich für eine Republik, weil einfach niemand sagt, wir sind die vereinigte Diktatur von Nordkorea, weil das hat halt keinen Charme. Ja. Ich habe hier gerade nach einem Buch geschaut, Roberto Bobbio, der sagt schon, naja, du kannst Demokratie von zwei Werten aus erklären. Einmal vom Wert der Freiheit aus, liberale Demokratie, und Wert der Gleichheit. Da kommen dann, ich sag mal, also sozialistische Vorstellungen. Insofern, ich würde in die Richtung ein bisschen schauen. Ja, also wenn man die Gleichheit vor die Freiheit stellt, dann ist man eben in kollektivistischen Vorstellungen drin. Okay, so kurz und knapp habe ich es gar nicht erwartet, aber... dann machen wir weiter. Es gibt eine Frage an Herrn Wohl vor allem, aber Herr Görlach, Sie dürfen gerne auch noch darauf antworten. Und zwar schreibt einer unserer Zuschauer, was Sie vorhin gesagt haben, Empathie im Leitbild der FDP, Herr Wohl. Und zwar schreibt der Zuschauer, dass das in der breiten Bevölkerung so nicht wahrgenommen wird. Und auch Burkhard Hirsch 2013 wohl gesagt hat, was uns gefehlt hat, war soziale Empathie. Und es auch mit Herrn Lindner wohl nicht besser geworden ist. Die Frage ist, kann verklärte frühe Kindheitserinnerung sein? Oder wie sehen Sie das also in Bezug auf die Empathiefähigkeit der FDP? Also ich kann mich nicht erinnern an die sozialliberalen Zeiten. Da war ich noch in der Grundschule war ich noch im Kindergarten. Die Empathie spielt eine wesentlich größere Rolle bei uns, als sie 2013 gespielt hat, ich sage das mal so. Es ist zu Recht bei uns im Leitbild der FDP auch ein wichtiger Wert. Das heißt natürlich auch, ja, wenn man sich solche Werte vornimmt, dann heißt das auch, dass man Bedarf hat, sich an ihnen zu orientieren. Also insofern, ja, viele Leitbilder sagen ja auch, gar nicht so sehr, also wo soll die Reise hingehen, sondern die sagen ja auch, also wo,
wo ist das Problem? Ja, und natürlich hat die FDP da, ich sag mal, als eine Partei, die es gerne mit der Vernunft hat, ja, die auch bekannt dafür ist, dass sie Nerds hat, ja, also Leute, den Fakten auch gerne wichtig sind. Das werden jetzt auch wieder welche bestreiten, die sagen, ja, aber bei Corona hat sich die FDP nicht immer an die Fakten gehalten. Das können wir lange diskutieren, was die Fakten da sind und an welche man sich hält. Aber im Prinzip ist dieser Anspruch, empathisch zu sein, also nicht nur mitfühlen, das heißt eben auch überhaupt auch ansprechend, bewegend, offen fürs vernünftige, rationale Argument, sondern auch mit einer Wahrnehmung der Bedeutung der moralischen Gefühle, ja, die auch bei Adam Smith schon ganz wichtig waren. Ja, also, aber Alex, du bist ein bisschen noch ideengeschichtlich stärker drin. Vielleicht willst du was sagen zur Empathie. Also ich würde vor allem, weil du das vorhin schon mal gesagt hast, also doch sagen, dass die Empathie ein Instrument der Vernunft ist. Ne? Also es ist eben nicht die Sympathie, die ja so, sozusagen quasi aus einem ursprünglichen Mitgefühl erwächst, das eben keinen Anspruch an die Rationalität haben braucht. Also warum habe ich der einen bettelnden Person etwas gegeben und der anderen nicht? Das ist also, das ist mit den Gründen der Vernunft eben nicht auszuloten. Die Empathie aber ist ein Instrument der Vernunft, weil sie eben halt auch mit der Wissenschaftlichkeit operiert dahingehend, dass man eben sich ins Benehmen setzen muss mit Menschen und Interessen, die real existent sind. Ne, das heißt also, es ist also ein Ratschlag der Klugheit, das zu tun. Und auch Menschsein ist auch keine irrationale Angelegenheit. Ne? Also es gibt Vernunftgründe, ein guter Mensch zu sein. Ne? Und und deswegen ist für mich eben Empathie nicht so, ja, aller Gedöns oder so, also sondern es ist wirklich ein handfestes Instrument rationalen, vernunftgeleiteten, sagen wir mal, nicht rational, unbedingt vernunftgeleiteten Handelns und wahrhaftigen Handelns auch. Ne? Weil du kannst da daneben liegen, aber wenn du subjektiv wahrhaftig versucht hast, dich der Sache zu nähern, dann ist dir das wird dir als Verdienst angerechnet, und auch wenn das jetzt ein bisschen katholisch klingt, ne? Aber das, also, ist sozusagen schon was wert. Ja, du hast dazu auch ein Buch geschrieben, und da freue ich mich drauf, das zu lesen. Schick dir alles. Und um dann auch in Zukunft nochmal zu diskutieren. Ich werde dich ganz bestimmt zitieren innerhalb der FDP. Danke. Ja, vielen Dank. Damit sind wir heute schon am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Ich bedanke mich vor allem bei Ihnen beiden für die tolle und spannende Diskussion. Ich glaube, wir haben alle viel dazugelernt heute und nehmen vieles nicht mehr so selbstverständlich, wie wir es vielleicht vorher getan haben. Und ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern, die heute Abend dabei waren und sich diese spannende Diskussion angehört haben. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Alle sind herzlich wieder eingeladen, bei der Friedrich-Naumann-Stiftung dabei zu sein. Und damit bleibt mir nichts mehr, als allen noch einen schönen Abend zu wünschen. Danke Ihnen, Frau Buchmann, für die Moderation. Ne? Danke, ja, und wir freuen uns auf Fortsetzung. Alles Gute. Ciao, everyone. Ciao. Tschüss.